Hallo zusammen, herzlich willkommen zum nächsten Video und jetzt auf Hochdeutsch. Ja, jetzt erfährt ihr, ob ich es geschafft habe oder nicht. Ich nehme die Spannung nicht vorweg, ihr könnt das dann selber rausfinden während dem Videoverlauf. Ja, okay, dann geht die Reise ab Richtung Tembain und da treffen wir uns mit den anderen. Ab geht's. Viel Spaß. So, ich habe mein Auto vorbereitet. Hier alles leer gemacht. Hier praktisch auch, das sind zwei leere Kisten. Und hier das Bike ist draußen, dann ein Ersatzreifen. Der Schlauch, der gehört nicht dazu, das ist einfach, damit das Wasser nicht reingeht, wenn er draußen ist. Den müsste ich dann von Hand aufziehen, wenn ich einen Platten habe. Ich habe da vier, fünf Reifenhebel, Pneuhebel sagen wir. Ja, die Stühle habe ich mitgenommen und also einiges Gewicht ist draußen.
jetzt falsch gefahren. Oh je, jetzt muss er drehen, wenden. Scheiße. Wir sind hier hinten, hier ist die Abzweigung zum See. Ja, hoch und runter. He. Also sogar die Einheimischen wissen nicht immer genau den Weg. Vorher ist ein Jeep durch, aber nicht hier. So, ich habe ihm den Weg gezeigt. Und da müssen wir dann auch durch. So, hier warten wir auf die anderen. Das geht vielleicht noch ein Weilchen. Und dann suchen wir uns einen Schlafplatz. So, da kommen sie. Vorne die zwei Guides. Wie geht's? Hallo, gut. Und hinten. So, wir fahren noch eine Stunde weiter, hat der Guide gesagt. Da durch, zwischen den Dünen durch. Und dann wird übernachtet. Ein richtiges Steingeröll hier. Ich hoffe, ich schlitze mir meine Reifen nicht auf. Die anderen sind ja sicher 500 Meter weiter vorne. Die hängen mich natürlich ab. Ich bin da die Schnecke. Hier oben seht ihr die Tour. Blau ist das, was ich fahre. Rot ist das, was wir fahren müssen. Also ich habe die Tour selber auch hier. So, die anderen haben angehalten da vorne. Entweder ist das der Schlafplatz oder sie warten auf mich. Ich vermute das Erste. So, jetzt bin ich das erste Mal schon stecken geblieben. Scheiße. Eine Kuppe, ich stehe unten an. So, geschafft. Ich bin dummerweise der falschen Spur nach. Und vorwärts ging nicht. Ich stehe unten an. Und dann musste ich das so machen. Jetzt bin ich rausgekommen. Guckt euch das an. Ist doch scheiße. Ja, die Kuppe. Gut, geschafft, jetzt geht's weiter. So, jetzt hat es wenigstens eine Piste hier. Keine Ahnung, ob wir da besser fahren hätten können. Aber egal. Hauptsache wieder befreit, ist zwar scheiße gewesen. Wie gesagt, 20 Minuten hatte ich, glaube ich. Ja, es dämmert schon langsam. Jetzt fährt dann sicher einer zurück, gucken, wo ich bin. Die sind mir einfach zu schnell. Auf einem Hügel, die sind weit und breit verschwunden. So, jetzt bin ich dann wieder auf einem Hügel, ich hoffe, ich sehe sie. Ja, wo sind sie denn? Weg. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Passierbar da. Und dann irgendwann kommen viele Dünen. Dann muss ich schauen. Ich fahre einfach den Spuren nach, die sind ja frisch. Aber jetzt sehe ich sie, da hinten sind sie. An der Tiefebene. Sie sehen mich auch. Und keiner ist mich suchen gekommen. Diese faulen Säcke. So, heute haben wir sicher 110, 20 Kilometer gemacht. Und jetzt ist Feierabend. Morgen ist dann der große Tag. So, jetzt wird da gekocht, ja. Tunesische Küche. Vollmond. Die Scouts, die sind da hinten, die sind für sich, die kochen auch. Das nenne ich mal ein Feuer. Schicken lassen muss, dann sieht das anders aus. Ne? Also diese, selber, ne? Dieses Speedbump, die haben wir nochmal eingebaut, ja. Das ist immer so schwer. So sieht das am Morgen früh auf. Die Tourguides sind schon aufgestanden.
So, bald 7 Uhr, die Leute stehen so langsam auf und einen herrlichen Sonnenaufgang. Meine Wölfe, die sind irgendwo unterwegs. Das ist immer so, wenn ich in der Wüste bin, da mache ich keine Touren, dann dürfen sie selber ein bisschen weggehen. Ja, mal schauen, wo sie sind. Sonnenaufgang, wunderschön. So, jetzt gehen wir mal zu den Guides. Bonjour! Bonjour! Guten Morgen! Guten Morgen! Bon Appetit! Bon Appetit! Merci! Hein? La baisse! Très, très bien! Allez-y! Ja. Die eben, da kriegst du sofort, man kriegt sofort was zu essen. Breakfast! Wunderbar! Alles gut? Ja, alles gut, danke! Super! Sehr gut. Ihr Frühstück Brot in Öl getaucht mit Datteln. Sehr gesund. So schlafen sie. Ganz einfachen Wurfzelten. Das ist sein Auto. Ohne Sperren vorne. Hinten hat er eine. So, jetzt stelle ich euch noch die Leute vor. Das ist der Sabri. Er wohnt in Tunesien. Hä? Hallo. Und kennt sich bestens aus. Wen kennt ihr? Ich bin der Steffen. Ja, genau. Mich kennt man sowieso. Mit seinem grünen Froschhüpfer. Noch läuft. Der Ansgar und seine Frau kennt ihr. Und? Nadja. That's Nadja. Okay, ja. Und das ist Ayla und... Ayla, Angie und wir. Ja, wir gehen da ein bisschen... die Dünen suchen. So, jetzt geht's weiter. Wir fahren schon mal voraus, ich und der Guide, weil ich der Längsamste bin. Die anderen sind noch ein Zusammenpacken. Bei mir geht das natürlich umso schneller. Ah, wunderbare Aussicht. So, jetzt geht's ins Dünenmeer, so wie das aussieht. He? So, jetzt geht es richtig in den Sand. Ich habe den Druck nochmal abgelassen. 2 Bar vorne, hinten 1,5. Er steht ein bisschen schräg. Und jetzt geht es da über diese Dünen. Ja, jetzt kommt die richtige Taufe meines Gamignons. Ich glaube, man versteht nicht viel mit Ton, aber jetzt geht's los. Der René vor mir mit seinem Farmhotel so die ersten großen Dünen hoch. Mal schauen, ob er es schafft. So, jetzt geht's so richtig ab, ey. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
seht es, das ist echt so schwierig. Das wird nichts. Ja, Wahnsinn, das ist, glaube ich, zu schwierig für mich. Stecken geblieben. Also, das funktioniert nicht. Ich habe gewendet, weil das. Tut mir leid. Man muss, wir haben alles versucht. Ja, ja. Man muss die Grenzen kennen und die Grenzen sind hier, genau hier, und das ist jetzt nichts für mich. Jetzt treffen wir uns morgen im Camp Mars. Ich fahre jetzt da alleine hin. Sie gehen zum See. Die schaffen das vermutlich heute ohne diesen großen Ballast. Und ich fahre jetzt zurück, schön gemütlich. Alles ist gut. So, die können natürlich voll durchfahren. Ja, ist eine andere Liga. Da brauchte ich ein anderes Fahrzeug. Aber das ist halt Komfort beim Leben oder volle Offroad-Tauglichkeit. Ich habe mich für Komfort im Leben entschieden, weil ich ja jeden Tag da drin lebe und hier bin ich nur einmal vielleicht. Ja, dann gute Fahrt. Ich habe das doppelte Gewicht. Uiuiui, ui, ui, die haben noch einen weiten Weg vor sich. Etwa 44 Kilometer. So, adios, und ich bin jetzt alleine. Was aber mir nichts ausmacht. Ja. Fahre ich wieder zurück. Was sind das etwa? 15 Kilometer. Und dann geht es wieder auf die Hauptpiste zum Camp Mars. Okay, das war es für mich. Nicht schlimm, kann damit leben. Ja gut, ihr habt es gesehen, die Grenzen sind jetzt bekannt. Der Sand war natürlich auch ziemlich weich da. Das ist ein Unterschied, wenn eine Piste richtig gut befahren ist, dann presst sich der Sand schön härter, und da, wo fast keine durchfährt, ja, da ist er dann halt weicher und dann spult es dann manchmal. Ja, jetzt geht es beim nächsten Mal weiter, wie ich dann da, ja, weiter unterwegs bin. Das seht ihr dann im zweiten Teil. Danke, wart ihr dabei, und es war spannend, und ja, alles gut und bis zum nächsten Mal, wie immer, Daumen hoch, tschüss.